Es war einmal ein junger Zauberer, der eine wundersame App erfunden hatte, um die Gänse zu manipulieren, welche Vögel zum Singen brachten. Diese App konnte die Genexpression im Gehirn eines jeden Singvogels überwachen und sogar fernsteuern. Durch diese Veränderung der Genexpression konnte der Zauberer das Verhalten der Vögel beeinflussen, indem er den jeweils passenden genetischen Code eingab. Um Vögel zum Singen zu bringen, ist ein präziser und maßgeschneiderter genetischer Code notwendig. Der Zauberer hatte genau herausgefunden, welche Gene er dafür brauchte und wann und wie stark er sie regulieren musste. Dank einer Weiterentwicklung seiner Technik namens Magic Touch war es ihm sogar bald möglich, die genaue Menge der zu regulierenden Gene einzugeben. Die Sensoren von Magic Touch erkannten Veränderungen in der Druckstärke des Fingers und übersetzten jede sanfte Berührung in entsprechende quantitative Genexpression. Mit dieser Vogelgesangs-App kann man Vögel zum Singen bringen. Eines Tages musste der Zauberer sein Smartphone mit dem neuesten iOS updaten. Plötzlich geschah etwas Schreckliches, der ganze Code war gelöscht. Oh nein, oh nein, oh nein, ohne den Code kann ich niemals wieder einen Vogel zum Singen bringen. Plötzlich erinnerte sich der Zauberer an einen altmodischen Zaubererfreund, dem es gelang, Vögel mit Hilfe eines geheimnisvollen Zaubertränkes zum Singen zu bringen. Also beschloss der Zauberer, seinem alten Freund einen Besuch abzustatten. Hallo, alter Freund, lange nicht gesehen. Oh, hallo, das ist wirklich lange her, was verschlägt dich hier? Versuchst du immer noch, alles mit deinem Smartphone zu machen? Ach, das ist der Grund, warum ich hier bin. Meine großartige App funktioniert perfekt, aber jetzt hat das dumme Smartphone den Code vergessen. Nun muss ich ihn aufs Neue herausfinden. Kannst du immer noch Vögel mit Zaubertränken zum Singen bringen? Ich muss den Code neu zusammenstellen, gemäß dem genetischen Code eines Singvogels. Die Zaubertränke funktionieren seit Jahrhunderten. Im Moment habe ich einen Singvogel hier, den ich vor einiger Zeit behandelt habe. Oh, das ist klasse. Bitte lass mich mit meiner Vogelgesangs-Applikation das Gehirn dieses Vogels lesen. Alles klar, die App liest den genetischen Code. Lass uns versuchen, den Code auf einen Vogel zu übertragen, der nicht singt. Das klingt nicht gut. Es muss etwas falsch sein. Oh, gib nicht so schnell auf, Kumpel. Mit dem Zaubertrank dauert es normalerweise auch eine ganze Zeit, bis der Vogel singt. Wahrscheinlich musst du bei der Eingabe des Codes die Entwicklungsdauer berücksichtigen. Lass uns einfach einen anderen Vogel, der nicht singt, mit dem Zaubertrank behandeln. Warte, ist die Prozedur gefährlich? Komm schon, wir sind ja nicht im Film. Der Zaubertrank ist absolut harmlos. Dir werden weder ein Bart noch Muskeln wachsen, wenn du mit ihm in Berührung kommst. Wenn du das sagst. Wo ist mein Telefon? Ach, da ist es ja. Du musst darauf achten, dass die Batterie geladen ist. Jetzt ist eine Stunde vorbei. Lass uns die Ergebnisse checken. Oh, ja, hier ist der echte Code. Nun sind 3 Stunden vorüber. Was für eine riesige Explosion von Genen. Lass uns die Ergebnisse mal genauer ansehen. Der junge Zauberer und der alte Zauberer arbeiteten einen ganzen Monat lang sehr hart. Dann endlich hatten sie genug Daten. Glücklicherweise habe ich ein super tolles Hochleistungs-Smartphone. Ansonsten hätte ich hier für immer bleiben müssen. Lass uns den genetischen Code auf einen anderen nicht singenden Vogel hochladen. Hurra! Es hat geklappt! Hurra! Es hat geklappt! Hurra!
Der junge Zauberer verabschiedete sich von seinem alten Freund und kehrte mit dem vollständigen Code in seinem Smartphone nach Hause zurück. Hallo, Vogel, nun werde ich dich wieder zum Singen bringen. Hurra, es hat funktioniert, es hat funktioniert, es hat endlich wieder funktioniert. Der junge Zauberer und sein Vogel sangen glücklich und zufrieden zusammen bis an ihr Lebensende. Zumindest bis zum nächsten Update.